Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. So, wir sind da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in den Illyring-Ruinen, nachdem ich ja nochmal zurückgegangen bin, um. Da gibt's was zu looten. Hier wird aber nichts hervorgehoben zum Looten. Egal, ich muss eh irgendwann nochmal hierher zurück. Weil hier würde es was zum Looten geben. Naja. Gut. Wir machen jetzt erstmal bei Lyra noch das Level-Up fertig. Das haben wir ja in der letzten Aufnahmesession nicht fertig gemacht, weil ich mir jetzt eine Fähigkeit für sie aussuchen muss. Sie hat sowohl bei Plänkeln als auch bei Duellantin bereits die Fähigkeit auf der ersten Stufe. Gucken wir erstmal nach Passivfähigkeiten. Das sind die mit den rechteckigen Dingern. Das ist immer schön, wenn man das erkennen kann. Rund ist aktiv, das da ist passiv. Durchdringende Pfeile, Angriffe mit Bögen erhalten Rüstungsdurchdringung. Wenn du nur leichte Rüstung trägst, erhältst du einen Bonus auf Ausweichen. Kenne deinen Feind. Wenn ein Feind Lyra trifft, erhält sie einen passiven Bonus auf die Skills Ausweichen und Parieren, bis der Kampf endet. Dieser Effekt akkumuliert sich. Das ist nice. Blutrausch. Nachdem sie einen Gegner getötet hat, schlägt Lyra für eine kurze Zeit bei jedem Angriff zweimal zu. Ist auch nice. Was haben wir so aktiv? Spottendes Eisen. Lyra verspottet ihren Gegner, wodurch er zornig wird und nicht anders kann, als sie für eine kurze Zeit anzugreifen. Ja, das ist Spott. Lyra bewegt sich schnell über das Schlachtfeld, so schnell, dass Feinde sie nicht in Kampfbindung nehmen können. Das ist nicht ganz so wichtig. Lyra nagelt die Füße des Ziels mit einem Pfeil fest. Das Ziel wird dadurch lahm und bewegt sich langsamer. Schieße einen in Öl getauchten. Ersetzt brennendes Eisen. Schieße einen in Öl getauchten und in Brand gesteckten Pfeil ab. Lässt Pfeile deutlich länger brennen als brennendes Eisen und ersetzt brennendes Eisen. Nein, das hier klingt nicht schlecht. Kenne deinen Feind. So, dass ihr jetzt erstmal ein bisschen auf Nahkampf getrimmt wird. Weil ich bin ja so mehr das Mittelding. Also er ist reiner Nahkämpfer. Ich soll ihn mal noch ein bisschen auf Fechter dann trimmen. Gerade was so Angriffsbindungen und so Sachen angeht. Bei Wildes Gebaren wollte ich jetzt erst einmal. Kunst der Klinge. Erhöht den Schaden von Ein- und Zweihandwaffen. Das ist nämlich auch gar nicht mal so schlecht. Das sehen wir dann aber später, wenn es soweit ist. Und ich kann ja mal kurz. Ich kann nicht mit ihm reden. Warum ist das Redensymbol weg? Ach, das ist hier unten, wenn ich sie ausgewählt habe. Okay. You look as if you have something on your mind. By all means. Und ja, er hat wirklich, ich glaube, er hat wirklich die Stimme von Kanna aus Pillars of Eternity, also denselben Synchronsprecher. Du siehst so aus, als ob dich etwas umtreiben würde. Nur zu. Barak platziert seine Waffe an seiner Seite und salutiert dir, während die Gelenke seiner Rüstung stöhnend dagegen protestieren. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Erzähl mir vor, ich würde gerne mehr über dich wissen. Erzähl mir von den Geschmieden. Ich habe Fragen über den scharlachroten Chor. Was kannst du mir über die Stufen erzählen? Du scheinst mir ein mehr als fähiger Kämpfer zu sein. Lass uns einige unmittelbare Probleme besprechen. Lobe ihn erstmal, weil es scheint wirklich ein fähiger Kämpfer zu sein. In meiner Jugend wurde ich mit Speer und Schild ausgebildet, aber das gab ich auf, als ich mir mein Geschmiedeneisen verdiente. Ich kann immer noch recht genau werfen, aber heutzutage ist das eine ziemliche Herausforderung. Er zopft sich zweimal gegen seinen Helm. Ja, weil der wahrscheinlich nicht ganz sitzt, wie bei Sturmtruppen. Warum hättest du Interesse an einem kleinen Übungskampf? Zeig mir, wie ein wilder Nordländer einen wilden Keiler aufspießen würde. Ich hörte Gerüchte darüber, dass Ashes Schwertkampftechnik unbesiegbar sei. Ungenügende Reparation. Nichts ist unschlagbar. Ich beabsichtige aber nicht, einem fremden Ashes Ausbildungsmethoden beizutragen, preiszugeben. Nichts für ungut. Vielleicht später. Möchtest du noch etwas besprechen? Ja, unmittelbare Probleme. Was steht dir im Sinn? Was hältst du von unseren Gegebenheiten?
Das Edikt ließ kaum Spielraum für Missverständnisse. Ein Repräsentant des Oberherrn muss vor Kyros Tag der Schwerter die Himmelfahrtshalle erobern und als Preis für etwaiges Scheitern mit dem Tod rechnen. Wir sollten die Geschmieden bei ihren Belagerungsvorbereitungen unterstützen, denn nur die Legion sollte die befestigte Zitadelle des Brunnens erobern. Ich würde keinen Holzring darauf verwetten, dass der scharlachrote Chor außer den Geiern sonst noch jemanden beeindruckt. Was denkst du über mich und meine Taten? Von meinen Vorbehalten mal abgesehen sprechen deine militärischen Leistungen Bände. Du bist Thunons Schicksalsbilder und meine Meinung über die Angelegenheiten haben so oder so keinen Einfluss. Was hältst du von unseren anderen Reisegefährten? Ich bin mehr an die Gesellschaft von Soldaten gewöhnt, da bin ich aus der Übung, den Wert von Zivilisten und Schurken zu beurteilen. Wenn du jemand Bestimmten im Sinn hattest, werde ich darüber nachdenken. Ja, was hältst du von Lyra? Darüber denke ich lieber nicht nach. Sie ist das pure Chaos auf zwei Beinen, eine Agentin von Nerats Stimmen. Sie ins Vertrauen zu singen kann nur mit deinem Untergang enden. Und trotzdem ist sie eine fähige Kämpferin. Fürs Erste würde ich sagen, kannst du darauf vertrauen, dass sie sich für deine Interessen einsetzt und auf dem Schlachtfeld zuverlässig für dich kämpft. Sie könnte dir sogar einige nützliche Sichtweisen über den Krieg liefern. Ja, sprechen wir über was anderes. Haben wir noch unmittelbare Probleme? Nein. Wir sprechen später weiter. Gut, damit haben wir das erledigt. Jetzt geht's mal weiter. Wir wollen jetzt in das Lager des Scharlachroten Chors und dann wahrscheinlich nachher weiter in die nördliche Lichtung. Bei die Echorufkreuzung, die sollten wir erst wirklich dann machen, wenn wir mit der Belagerung beginnen wollen. Vorher hätte ich gerne ein bisschen mehr Infos und vielleicht noch Nebenaufträge, bei der wir Ausrüstung und vor allem Ringe abgreifen können. So, hier liegt auf jeden Fall Wasser rum. Ein fauler Leichnam, der immer noch die Kriegsbemalung des Scharlachroten Chors zeigt, ist an einem hölzernen Flock aufgespießt. Was zur Hölle ist hier schon wieder los? Darum kümmern wir uns gleich. Mach erstmal die Truhe auf. Ein Schleifstein und zwei Topas. List plus 2. Ernsthaft? Wahrscheinlich eher plus 2 Erfahrungspunkte oder so. Ach so, bei ihm List plus 2. Ja. I got it. Gut, da geht's nicht weiter. Der Scharlachrote Chor hat sich im Gegensatz zum den Geschmähten in der alten Festungsruine eingenistet oder der Stadtruine. So, was ist hier jetzt schon wieder das Problem? Ihr seid beide vom Scharlachroten Chor. Also, was ist? Das ist lächerlich, wir haben hier größere Probleme. Let's have it then. Okay, was ist hier das Problem? Das beweist doch alles. Die Kriegerin schmettert ihre Fäuste energisch zusammen. Also zum Beispiel, ob du dafür geeignet bist, diese Kinderschar anzuführen. Hinter ihr bringen sich die Mitglieder ihrer Bande mit kampfbereiten Waffen in Stellung. Hast du die Neuigkeiten über das Edikt nicht gehört? Das hier ist eine dumme Ablenkung. Wir sollen unsere Kampfkraft für den Feind aufheben. Was ist hier denn das Problem? Gibt kein Problem, Herr Schicksalsbinder. Sie wirft die Klinge in die Luft und fängt sie lächelnd auf den Weg nach unten. Hauptmann Flachpiep hier scheint sich gerade aus dieser Herausforderung zurückziehen zu wollen. Er glaubt wohl, weil er früher ein Schiffskapitän war, kann er auch eine Bande anführen. Sie spuckt auf den Boden und schaut schmunzelnd hoch. Aus diesem Grund fordere ich ihn heraus, weil seine Krieger meiner Ansicht nach mir folgen sollten und nicht diesem Frischling.
Hauptmann war mein Vater. Okay, der nimmt's recht mit Humor eigentlich. Also Hauptmann Piep war mein Vater. Piep reicht. Der Krieger deutet auf die Bande ihm gegenüber. Wenn wir unsere Stärke unter Beweis stellen müssen, machen wir das gerne. Ich werde dir aber die Hände und Füße abhauen lassen und den Rest von dir für meine eigenen Zwecke verwenden. Das hier ist völliger Unsinn, hört sofort auf. Ihr könnt das gerne untereinander auskämpfen. Wie wäre es mit einer Wette auf diesen Kampf? Ich könnte ein paar Ringe gebrauchen. Erlaube mir, mich euch anzuschließen. Ich weiß ein gutes Blutbad zu schätzen. Nein. Ganz ehrlich, wir stecken mitten in einer Krise, mehr oder weniger. Kyros Edikt tötet uns alle, also hört mit diesem Unsinn auf. Wie bitte? Sie reißt erschrocken die Augen auf. So ist es braucht bei uns Schicksalsbinder und du hast kein Recht, uns aufzuhalten. Niemand außerhalb des Kurs kommt dabei zu Schaden. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Er schaut zu seiner Bande zurück. Ich glaube, wir kommen schon ganz gut alleine zurecht. Gezankt unter euch schaltet die Kriegsbemühungen als Ganzes und schaltet mit sehr wohl außerhalb des Kurs. Ihr könnt das gerne untereinander auskämpfen. Wie wäre es mit einer Wette? Ja, das haben wir schon. Blutbad. Klingenruß Kehle aufschlitzen. Schauerschaft blutig schlagen. Nein, wir regeln das rational. Wir sind ja auch Diplomat. Und es stimmt schon. Wir brauchen Truppen. Das sind jetzt zwar nur 6 Mann, aber 6 Mann im Chor machen mehr aus, als man denkt. Du hast Zorn beim Schallroten Chor hinzugewonnen, aber Gunst bei Thunon, ja, weil ich das Gesetz durchgedrückt habe. Die Bandschiffin dreht ihr Messer einen Augenblick lang, als ob ihre Antwort auf seiner Klinge balancieren würde. Pah, na schön. Mit diesen Worten wirft sie ihr Messer zu Boden und geht weg, während sie dir einen verächtlichen Blick zuwirft. Gut, hast du noch was zu sagen? Hast du etwa erwartet, dass ich mich bedanke? Nein, eigentlich nicht. Das ist Chorgelände. Sag, was du willst, oder verzieh dich. Honored. Willst du das wirklich? Also, jetzt führt die Wache ihre Hände an ihren Gürtel und greift sich das Heft der Klinge. Hinter diesem Kontrollpunkt liegt Chor-Territorium. Und du siehst nicht wie ein Rekrut aus. Bist du sicher, dass du hier richtig bist? Ich bin immer am richtigen Ort. Du hast kurz bei Schallachroten Chor hinzugekommen. Die Wache verkrampft etwas und schaut dir direkt in diese Augen. Dieser laufende Haufen Rost, was hat er oder sie hier zu suchen? Er ist ein verbündeter Krieger und mein Leibwächter. Daraus solltest du wirklich kein Problem machen. Ja, Loyalität beim Beric, Zorn beim Chor. Gut, komm schon rein. Die Wüterin wird dich bestimmt ausweihen, wenn du tatsächlich ein Problem darstellst. Die Wache winkt dich halbherzig rein, während sie Lyra zunickt. Ja, wenn es sein muss, dann verscherze ich es mir eben im Chor. Okay, sie haben hier ein paar Gefangene. Hordenmitglieder. Diese Pfeile sind zersplittert, ihre Befiederung ist gesprenkelt. Sie wurden wahrscheinlich aus irgendwelchen Kadavern gezogen. Dreckige Promenadenmischungen? Was hat das jetzt zu bedeuten? 5 Tage muss sämtliche Gefangenenbesucher autorisieren. Okay. Was hast du zu sagen? Du? Die beidschuldige Frau meint das als Anstimmung und Frage zugleich und schüttelt schnurzelt den Kopf. So, du bist also Thunons Schicksalsbinder. Ich hatte jemand Beeindruckenderes erwartet. Sie verbergt sich trotz ihrer Zweifel. Totenglocke, scharlachrote Wüterin. Meine Zeit gehört dir, solange es mich amüsiert. Sehr arrogant, vor allem Schicksalsbinder.
Die Kämpferin wirbelt dein Bronzeschwert mühelos in der Hand herum. Damit eins von Anfang an klar ist. Du hältst dich an deine Worte und Gesetze und überlässt das Kämpfen den Erwachsenen. Deine Leiche wäre für uns, die ein bisschen dem Gemetzel frönen wollen, nur ein Stolperstein.